Mein Roadtrip durch Frankreich neigt sich langsam dem Ende entgegen. Gut 6 Wochen bin ich an Atlantik- und Mittelmeerküste unterwegs gewesen und heute steuere ich das letzte große Ziel meiner Reise an. Den Mont Blanc. Aber wie immer ist die Reise das Ziel. Für die gut 6-stündige Fahrt plane ich großzügig etwa 2 bis 3 Tage ein. Denn die Route führt mich unter anderem durch den Parc Naturel Régional du Verdon mit seiner beeindruckenden Verdon-Schlucht. Naturpark Verdon und die Landschaft ist wirklich unglaublich, seht ihr ja selbst. Ein paar ganz krasse Typen sind hier schon mit ihren Rennrädern hochgefahren, die haben mich schon ein paar Mal überholt, weil ich immer zwischendurch anhalten muss, um Fotos zu machen und Videoaufnahmen zu machen und so weiter. Großartig. Aber ich fahre jetzt direkt weiter, gehe wieder ins Auto, es ist hier nämlich nicht so warm, wie es vielleicht aussieht, auch wenn ich hier gerade im T-Shirt stehe. Mal wieder hoch hinaus, fast 4000 Meter um genau zu sein. Ich bin nämlich in Chamonix am Mont Blanc. Da geht's jetzt hoch. Mont Blanc bedeutet weißer Berg. Er ist der höchste Berg der Alpen und liegt zwischen Italien und Frankreich. Heute sind die Gipfel rund um den Mont Blanc in unter 20 Minuten bequem mit der Seilbahn zu erreichen. Der beste Panoramablick auf den weißen Giganten und die französischen, italienischen und Schweizer Alpen bietet sich auf der französischen Seite von dem Aiguille du Midi. Ich weiß nicht, wie hoch das ist, aber eigentlich viel zu hoch. Super krasses Erlebnis. Der Spaß ist nicht ganz billig. Ich habe jetzt 63 Euro bezahlt für das Ticket. Es gibt aber auch Ermäßigungen für Familien, für Kinder, für Senioren und für Veteranen, habe ich gesehen, ab 85 Jahren. Für mich geht es jetzt weiter in Richtung Norden und dann neigt sich meine Frankreich-Reise auch langsam, aber sicher schon dem Ende entgegen.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, wie immer, gebt mir euren Daumen nach oben und ich freue mich auf euch in meinem nächsten Video. Bis nächste Woche, macht's gut!